eine halbe Mülltüte habe ich noch für euch. Dann habe ich alle meine veganen Müllprodukte euch in die Kamera gehalten und mein ganzer Müll ist endlich mal weg. Und dann geht es wirklich mal ab mehr zu natürlichen Produkten. Und wenn euch interessiert, was ich in letzter Zeit oder in den letzten Monaten so aufgefuttert habe, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zum letzten Teil meines vegan aufgebraucht Videos. Und dann wird erstmal nichts mehr kommen, weil ja, ich einfach keinen veganen Müll mehr sammle. Da gibt es lieber mal ein Unpacking von Koro oder ich zeige euch mal mein Gewürzregal oder irgendwie sowas. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr sowas sehen wollt. Aber veganen Müll wird es erstmal nicht mehr geben. Weil ich eben jetzt trotzdem auch so mehr auf Müll achte und eben auf natürliches Essen. Ich mache jetzt momentan nicht direkt eine Diät, aber ich möchte mich halt sehr clean ernähren, weil es einfach besser ist. Und weil ich auch Lust drauf habe. Ja, aber was wohl immer mal wieder einziehen wird, sind auf jeden Fall Nori-Blätter, weil ich stehe total auf Sushi. Ich bin der totale Sushi-Fan. Und ja... Dann habe ich hier Dinkelcracker mal wieder ausprobiert. Diesmal von DM. Aber egal, ob die von DM, Müller, Rossmann, egal wo die her sind, die schmecken ja eh alle gleich. Das sind diese viereckigen Crackerteile. Und ich mag die einfach total gern. Die habe ich mir auch schon echt sehr oft geholt. Dann habe ich mir mal hier so einen Soja-Matcha-Joghurt geholt, weil der runtergesetzt war von wie heißt der, Sojade. Ihr seht schon hier irgendwo 20%. Ihr seht es besser wie ich. Und zwar hat total angenehm geschmeckt und ich habe gedacht, dass man den Matcha vielleicht gar nicht rausschmeckt. Man schmeckt auch nicht direkt Matcha, aber irgendwie hat die Himbeere dadurch einen total angenehmen Geschmack. Dann hatte ich in meiner Nikolaustüte hier so Reis-Pfeffer-Cracker. Und die fand ich total lecker, aber mir waren die viel zu salzig, sonst würde ich mir die wieder kaufen. Die waren so unfassbar salzig, ich musste so viel trinken drauf. Also das war dann ja nicht mehr dann so mein Fall. In meinem Adventskalender hatte ich dieses Jahr drin Walnüsse. Ja, da muss ich glaube ich nicht da viel dazu erzählen. Dann habe ich mir, das weiß ich nicht mehr, Demeter ist glaube ich vom Biomarkt gewesen. Es ist echt schon lange her. Und da habe ich mir hier mal so einen Traube-Cranberry-Saft mitgenommen. Der war echt sehr süß und ich musste mir da eine Schorle draus machen. Also hat gut geschmeckt, um Gottes Willen, aber der war echt unfassbar süß. Aber so mit Schorle, dann hat man da noch so ein bisschen Prickel dabei. War das echt lecker. Und oh, der war lecker. Der war echt lecker. Ich glaube, ich habe den vom Biomarkt, auch von Dents. Und zwar dieser Macchiato Mandeldrink. Der war echt gut. Aber ich muss sagen, wenn man solche Fertig-Kaffee-Dinger da mag, ist der von DM immer noch der allerbeste. Da gibt es nämlich so einen Cashew Macchiato, glaube ich. Und der ist echt am besten. Naja. Die habe ich euch ja jetzt echt schon wahnsinnig oft in die Kamera gehalten. Und zwar ungeröstete Mandel. Und die mag ich echt am allerliebsten. Neben Mandel, nee, ich mag Haferdrink am liebsten, wenn es einfach nur mild schmecken soll. Und den mag ich gerne in Haferflocken. Weil der ist so ungesüßt und ungeröstet. Und der hat irgendwie so einen Geschmack von Marzipan. Muss man mögen, aber ich mag das sehr gerne. Und dann ebenfalls in meinem Adventskalender war ein Kellogg's Müsli drin, No Added Sugar. Hat gut geschmeckt, das war so, ach, Granola ist das. Kokosnuss, Cashew, war gut. Aber ich kaufe mir sowas nie, weil ich mache mir auch keine Granola oder sowas, weil mir das alles viel zu aufwendig ist. Ich mag meinen klassischen Porridge mit Banane drüber, Zimt, gefrorene Früchte vielleicht noch oder so. Ich mag solche Extras nicht. Ebenfalls in meinem Adventskalender war drin und ja, ich weiß, es ist nicht gesund. Es ist ein Red Bull gewesen, ein Winter Red Bull und das ist so das einzige Red Bull, das mir
geschmeckt hat. Ich mag keine Energy Drinks, absolut nicht. Ich mag kein Monster, ich mag kein Red Bull, ich mag die einfach nicht mehr. Ich finde, es ist eklig, das ist für mich, ich assoziiere damit Alkohol. Es ist einfach so, ne? Wodka, Red Bull, kennt man ja. Und manche trinken das ja, es gibt Arbeitskollegen, die trinken das früh schon und dann wird mir so, und ich rieche das und denke mir nur, aber das hat voll gut geschmeckt. Es ist nicht gesund, aber es war so lecker. Und, da haben wir den Cashew Macchiato. Der ist Spitzenreiter Nummer 1. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und dann kommen wir auch zu meinem allerliebsten Lieblingsaufstrich. Und zwar ist es dieser Sandy von Zwergenwiese. Den esse ich wahnsinnig gerne mit Kartoffeln oder auf Brot. Und oh, ich liebe den. Und verratet mir mal unbedingt in den Kommentaren euren allerliebsten Lieblingsaufstrich. Und ich habe mir den schon so oft geholt und ja, ihr könnt mir auch gerne mal ein Rezept schreiben, wie ihr eure Lieblingsaufstriche macht, weil vielleicht macht ihr das ja selber. Und ja, dann habe ich mir hier ein Birkenwasser von DM geholt und das würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil ich liebe Birkenwasser und die haben mittlerweile auch Ahornwasser und ich mag das. Es schmeckt so angenehm nach Natur, nach Wald, nach leckerem Wasser und ja. Da habe ich das auch nochmal mit Holunderblüte. Das hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt, aber ich finde es natürlich irgendwie noch leckerer irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Es schmeckt wie Wasser mit so einem waldigen, baumigen Nachgeschmack. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es hat einen total schönen Geschmack einfach. Dann habe ich hier noch einen roten Daisho vom Hildmann. Mag man von ihm halten, was man will, aber seine Produkte schmecken echt gut. Sind aber auch schön teuer. 3 Euro die Flasche. Und ich finde das Design ein bisschen, ja, wie der Hildmann halt ist, ne? Irgendwie so posermäßig. Aber ja, ich fand die echt lecker und ja, wenn man sich mal was gönnen will, was gut schmeckt, kann man das schon mal machen. Dann habe ich mir vom Aldi hier so einen Kräuter-Tomate-Aufstrich geholt und den finde ich echt, echt lecker, weil ich finde, normalerweise schmecken diese Aufstriche, wo immer Sonnenblumenkerne drin sind, alle gleich und nicht mal unbedingt gut. Ich mag den Geschmack eigentlich auch gar nicht mehr. Habe ich hier euch noch was so zum Zeigen? Nee. Doch, hier. Da habe ich nämlich einen Aufstrich, ich glaube, der war auch vom Aldi. Nee, vom Lidl war der, vom Lidl. Und zwar cremiger Brotaufstrich Bärlauch. Und der ist auch auf Sonnenblumenbasis und da hat man den Bärlauch, finde ich, kaum rausgeschmeckt und ich finde, diese Sonnenblumenkernaufstriche, die haben alle, das ist wie mit den Dattelriegeln, alle Dattelriegel schmecken nach Datteln und die schmecken alle nach so säuerlichen Sonnenblumengeschmack, keine Ahnung. Und ich finde aber den habe ich mir auch dann nochmal nachgekauft, der ist die Ausnahme. Also der eben nicht, Negativbeispiel, und der ist eben die Ausnahme. Also wenn man diesen Geschmack einfach nicht mehr mag, dann soll man es echt lassen. Dann habe ich mir ebenfalls von Aldi, waren die glaube ich im Angebot, oder im Lidl? Ja, und irgendwo im Angebot und ich weiß nicht mehr wo. Es waren auf jeden Fall, das war Aldi. Aldi war das. Rote Linsenfusilli. Aber sie waren gut, aber sie kommen natürlich nicht an meine Rossmann-Nudeln ran. Es gibt nichts Besseres als meine Rossmann-Nudeln. Und was haben wir hier noch? Dann hatte ich, wir kriegen in der Arbeit immer von der Apotheke zu Weihnachten so eine Tüte geschenkt mit Apothekenprodukten. Und da war eben von Rabenhorst so ein Saft, Direktsaft fürs Immunsystem drin. Und der war echt lecker. Also ich mache mir da ja immer Schorle draus, wenn mir das sonst viel zu süß ist. Direktsaft mit Vitamin C und Zink. Und was ist denn da alles drin? Also der war echt lecker, der hat mir richtig gut geschmeckt. Äpfel, Mangos, Acerola-Kirschen, ja. Und das war's. Aber der war echt, echt lecker. Und boah, wenn ich mir jemals wieder irgendwas richtig Geiles gönnen werde, und weil ich, wenn ich einen Hieber auf richtig tolle Sachen habe, ihr habt ja echt schon viel von diesem Joghurt geschwärmt. Es haben, oder Pudding. Pudding. Was ist Pudding? Boah, das ist der New Shit. Das ist so lecker. Das schmeckt wie die pure Schokolade, aber so auf eine richtig angenehme Art. Und ich weiß, das Produkt gibt es schon einige Jahre. Und ich habe, aber ich weiß auch nicht, ich mag. Mein Problem ist, ihr kennt ihr noch diese alten Dani-Sahne-Puddings mit diesen Sahnehäubchen da oben drauf? Die habe ich ja als Kind oder in meiner Jugend eigentlich ganz gerne gegessen, aber die gibt es auch im Billig, in No-Name. Und dann sind die so schwabbelig. Und das mag ich nicht. Ich mag keinen, ich mag auch keinen Wackelpudding. Ich mag das nicht, wenn, ich mag cremigen Pudding, aber ich mag das nicht, wenn das irgendwie wabbelig, schwabbelig ist. Ich mag auch auf Erdbeerkuchen dieses Gelee nicht.
ich bin da empfindlich und deswegen habe ich den nie probiert, weil ich Angst hatte, dass das auch sowas ist. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, hey, gönn dir. Und cremige Schokolade einfach. Richtig gut. Dieser Winterparadies-Tee, der war okay. Er war jetzt nichts Besonderes, aber er hat okay geschmeckt. So nach Pflaume und Zimt, Vanille. Er war okay. Ja. Und wenn man Linsennudeln ausprobieren will, dann will man natürlich auch die Kichererbsennudeln ausprobieren. Und die sind eben auch von Aldi irgendwann mal im Angebot gewesen. Muss echt schon lange her sein. Und dann habe ich mir mal vom DM einen rote Linse-Aufstrich mitgenommen. Und den fand ich eigentlich echt ganz lecker. Also den würde ich jetzt wieder nachkaufen. Ja, aber wie gesagt, verratet mir mal ein Rezept für richtig leckeren Brotaufstrich, der vielleicht nicht ganz so fettig ist. Dann würde ich mir nämlich den mal selber machen. Und ja, das war überhaupt nicht gut, kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Das war runtergesetzt auf 50%, weil MHD. Und zwar ist das von Gudel. Ich mag Gudel irgendwie auch mittlerweile gar nicht mal mehr so. Die Produkte schmecken mir einfach nicht. Weil die Nudeln von Gudel, die werden immer so matschig und ja, das ist so Pesto. Ich habe auch unten noch eins mit Tomate, aber das noch nicht aufgebraucht. Vegan, angekeimt, glutenfrei, raw. Und zwar ist das Hanf-Basilikum-Pesto. Erstens mal ist es unglaublich fettig gewesen, also viel fettiger wie normales Pesto. Ich musste erstmal unglaublich viel Öl abgießen, weil das war echt schon eklig. Und dieses Hanf, es war überhaupt nicht gesalzen irgendwie. Und dieses Hanf-Basilikum, das hat einfach einen total... Weiß ich nicht, so stelle ich mir, so habe ich mir früher Veganismus vorgestellt. Bio und eklig und ich weiß nicht. Also so auf so eine unangenehme Art. War überhaupt nicht gut. Aber es war diese Holunderblütenlimonade ganz gut. Die habe ich mir vom Biomarkt rausgelassen. Und ja, die fand ich echt hot geschmeckt. Habe ich mir mal gegönnt. Und was ich mittlerweile sehr gerne mag, ich bin ja der totale Sushi-Fan und bei uns gibt es hier echt oft Sushi. Ich habe auch mal einen Sushi-Kurs geschenkt bekommen und jetzt kann ich noch besser rollen. Jetzt kann ich auch diese Inside-Outside-Rollen machen. Und ich mag dieses Sushi so ganz gerne. Das ist vom Asiamarkt, weil normalerweise muss man sich das ja anmixen aus Zucker und Reisessig und noch irgendwas kommt rein. Lasst mich lügen, ich müsste jetzt nachgucken. Und das ist hier eben schon fertig gemischt und es schmeckt echt gut. Das ist vom Asiamarkt, da muss man das gar nicht... Ich tröpfel das mittlerweile einfach nur noch freischnauze über den Reis drüber, dass es mir schmeckt. Dann waren in meinem Adventskalender von Herberia Tees drin. Und die zwei, es waren noch mehr Tees drin, aber die zwei habe ich aufgehoben. Erstens schauen sie nicht toll aus. Und zweitens... Die haben so gut geschmeckt. Ich will mir die unbedingt nachkaufen. Der hier ist aus Apfel, Lemongrass, Zitrone, Zitronenverbene, Eukalyptus, Brombeerblätter, Quitte, Lindenblüten, Fenchel, Holunderblüten. Ich muss die unbedingt im Biomarkt mitnehmen, damit ich die Sorte rausfinde oder fotografieren. Und das war auch voll lecker und das war eben Apfelminze, Melisse, Brombeerblätter und so. Also die haben echt beide so gut geschmeckt und ich will die kaufen. Das ist direkt mein Geschmack. Lege ich mir gleich mal separat. Dann haben wir mal wieder eine Nusskernmischung aufgebraucht, mein Freund und ich. Dann habe ich hier noch einen veganen Drink, Kokostrink. Und der ist für gut befunden, den kaufe ich auch ab und zu einfach mal. Und diesen Frauentee mochte ich ganz gerne. Der ist so, ich würde ihn mir jetzt aber für den Frühling und Sommer nicht mehr nachkaufen, weil das ist für mich ein Wintertee, der mich abends einfach wärmt und mir ein Wohlbefinden vermittelt. Weil der ist auch so ayurvedisch und ist auch Kräutertee, Hibiskus, Angelika-Wurzel, Ingwer. Und der schmeckt so einfach so, überhaupt diese Ayurveda-Tees, die schmecken so wärmend. Da passiert irgendwas mit einem, ne? Da fühlt man sich wohl. Und, ha! Ein Produkt habe ich noch. Oh, da ist ein Magnet reingefallen. Ein einziges Produkt habe ich noch. Und zwar fand ich das gut. Ach, das war auch in meinem hier Adventskalender drin. Und den mochte ich gar nicht. Und zwar ist es vom Vegans. Hier ist so ein Riegel. Aprikose, Baobab. Und zwar, das war so super dunkle Schokolade. Und ich mag eben orangene Früchte nicht gar so gern. Und deswegen hat mir das auch nicht so gut geschmeckt. So, das war's. Allen Müll aufgebraucht und das war so mein allerletztes vegan aufgebraucht Video, denke ich mal. Also wenn sich in 4-5 Monaten wieder was tut, vielleicht kommt dann mal wieder eins. Aber momentan fühle ich mich einfach besser, wenn
ich eben A, Verpackungsmüll verbrauche und B, mich so mehr so natürlich ernähre. Und deswegen werde ich gewürztechnisch halte ich mich momentan an Just Spices. Da habe ich auch schon sehr viele Gewürze, weil ich die einfach lecker finde. Es gibt ja auch noch andere Marken, aber ich mag die. Die passen auch so perfekt in meine Schublade rein. Und auch von den Produkten, ich habe in den letzten Monaten so eine Aufess-Challenge gemacht, dass ich wirklich mal alles aufbrauche, was ich so in den Regalen bei mir ansammelt. Dann konnte ich mich echt lange davon ernähren, weil bei Kleinigkeiten muss man ja trotzdem immer einkaufen. Und jetzt sind eigentlich nur noch, ich habe jetzt alles eingeglast, aufgeräumt und das sind jetzt nur noch natürliche Sachen drin. Das Einzige, was immer mal einzieht, ist vielleicht mal ein Brot oder Nudeln, weil ich einfach Pasta mag. Aber ja, so ist das bei mir. Schreibt mir aber gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr mal ein Unpacking sehen wollt von Koro. Die sponsern mich aber nicht. Also ich gehe da ganz normal einkaufen, wie die meisten Kunden auch. Und ja. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich nämlich, dass ich mal wieder sowas drehe. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!